Hallo, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Herzlich willkommen zu den Honigmann-Nachrichten vom 16. März 2016 mit der Nummer 809. Taipeh. Die Ergebnisse einer neuen Forschungsstudie deuten darauf hin, dass eine an Obst, Gemüse, Probiotika und Fischöl reiche Ernährung Asthma bei Kindern lindern könnte. Eine an einer Schule durchgeführte placebo-kontrollierte und randomisierte Doppelblindstudie an 192 asthmatischen Kindern im Alter von 10 bis 12 Jahren erbrachte, dass Nahrungsergänzungen in Kombination mit Obst, Gemüse, Fischöl und Probiotika bei den Erkrankten zu geringerem Verbrauch an Medikamenten sowie einer besseren Lungenfunktion führen kann, ist im Abstrakt der Untersuchung zu lesen. Die Studie wurde von Wissenschaftlern des Department of Biochemical Science and Technology des College of Life Science der National Taiwan University in Taipeh durchgeführt. Boston Vitamin D, MS. Bei Multiple Sklerose-Kranken wird häufig schwerer Vitamin D-Mangel festgestellt. MS ist in südlichen Ländern mit mehr Sonnentagen im Jahr nicht so weit verbreitet wie im Norden. Ja, und wir wissen ja auch warum. Wenn uns der Himmel ständig zugezogen wird, können wir die Sonne natürlich nicht sehen und genießen. MS scheint also sehr eng mit Vitamin D in Verbindung zu stehen. Forscher der Harvard School in Boston stellten Studienergebnisse vor, die zeigten, dass sogar ein Vitamin D-Mangel der werdenden Mütter dazu beitragen kann, dass ihr Kind irgendwann im Erwachsenendasein an MS erkrankt. MS beeinträchtigt die Lebensqualität enorm. Jede Mutter würde alles dafür tun, um ihrem Kind diese Erkrankung zu ersparen. Bauen Sie daher vor und sorgen Sie schon weit vor einer geplanten Schwangerschaft für einen perfekten Vitamin-D-Spiegel. Vitamin D hat viele und vor allem sehr überzeugende gesundheitliche Vorteile für Erwachsene und auch Kinder. Wie war? Weltcrash. In diesem Video zeigte ich euch eine sehr naive Zusammenbruchsvorstellung. Wichtiger ist, die Zeichen dieser spannenden Zeit zu erkennen und Vorkehrungen zu treffen. Hohe Arbeitslosigkeit, marode Banken, Neubürgerkrise, niedrigster Schifffahrtsverkehr, hunderte Geschäftsschließungen in den USA, der Nahe Osten brodelt, die gesamte Welt ist verschuldet, am Rande eines absoluten Finanz- und Wirtschaftsdesasters. Fast leere Comex, also Goldterminwarenbörse, europaweit radikale Kräfte, politische, auf den Straßen aufeinander losgehende Kampfverbände, wie 1923 in der Weimarer Republik. Entweder wird unser Geld weginflationiert oder sie drücken schnell den Kriegsknopf plus Währungsreform. Wahrscheinlich kommt alles auf uns zu. Nicht unterkriegen lassen und in die Puschen kommen mit der Vorbereitung. Video selber anschauen. New York Ölpreis. Der Rohölmarkt könnte schon bald beginnen, sich zu erholen, während die VS-Produktion allmählich absackt und Output-Unterbrechungen unter Nicht-OPEC-Staaten anhalten. Das könnte das weltweite Erdölüberangebot wieder ins Gleichgewicht bringen, schlussfolgerte die einflussreiche VS-Investmentbank Goldman Sachs. VSA. Die VS-Amerikaner hatten zunehmende Zweifel, dass die VSA zukünftig eine große Rolle in der Weltarena spielen werden, geht aus einer aktuellen Umfrage von Rasmussen Reports hervor. Nur ein Drittel der 1000 Befragten, nämlich 33%, glauben daran, dass die VSA zum Ende dieses Jahrhunderts immer noch eine Weltmacht sein werden. 28% haben Zweifel daran, dass die VSA dem Ruf des mächtigsten Landes der Welt gerecht bleiben. Ganze 39% hatten keine Antwort parat. Wenn man sich das überlegt, wo definitiv jeder Vierte in Amerika von Lebensmittelmarken lebt, ist das schon erstaunlich, so eine Studie. Flint, Michigan, VSA. Einheimische trinken verseuchtes Flusswasser, in der Nachbarschaft pumpt Nestle bestes Trinkwasser und verkauft es in Flaschen, wie abartig eigentlich.
Der größte Privatnutzer von sauberem Trinkwasser in der Region ist die Schweizer Firma Nestlé. 100 Kilometer nordwestlich von Flint betreibt Nestlé eine imposante Flaschenwasserfabrik. Aus einem Untergrundstrom pumpt Nestlé täglich 1,2 Millionen Liter frisches Wasser, um dieses unter dem Namen Ice Mountain höchst profitabel zu verkaufen. Also wenn das jetzt langsam hier nicht mit rechten Dingen zugeht, dann würde ich das sofort verbieten. Firma Nestlé, so geht's nicht mehr weiter. Den Menschen das Trinkwasser zu verbieten, was eigentlich vom Himmel kommt, ist schon abartig genug. Indiana, VSA. Die Amish verweigern Impfungen ihrer Kinder, und das finde ich zu Recht, setzen sich der Gefahr von Krankheiten aus, darf ich mal lachen, trinken rohe Kuhmilch, setzen sich Salmonellen-Ansteckungsgefahr aus, bevorzugen natürliche Lebensmittel. Vollkommen richtig eigentlich alles. Ist nicht unvermeidlich, dass ihre Gemeinden Nährböden für Allergien und Asthma sind? Nicht nach Aussagen von Dr. Holbreich, der seit über 20 Jahren Amish-Familien in Indiana behandelt. Der Lebensstil der Amish scheinbar unvollkommen, bietet Kindern einen signifikanten Vorteil, der den meisten Nicht-Amish-Kindern verweigert wird. Es zwingt sie, in der realen Welt zu leben. Brasilien. Die Olympischen und Paralympischen Spiele 2016 hinterlassen schon jetzt ihre Spuren in Brasilien. Im Schulsport begeistern sich Jungen und Mädchen für Sportarten wie Sitzvolleyball und 100-Meter-Lauf mit verbundenen Augen. Ausgelöst worden ist dies mit dem Programm Transforma, mit dem Disziplinen der Weltspiele in die Schulen getragen werden. Brasilien, Finanzoligarchie. Schon seit die brasilianische Präsidentin Rousseff im Oktober 2014 wiedergewählt wurde, versucht die neoliberale Opposition im Dienste von Wall Street und Londoner City, sie unterm Vorwand von Korruptionsvorwürfen zu stürzen. Ja, das ist die altbekannte Masche. Offensichtliches Ziel, die BRICS-Gruppe, Alternative zur transatlantisch beherrschten Weltordnung an der südamerikanischen Flanke, zu schwächen. Syrien, Russland. Das russische Eingreifen ist ein verblüffender Erfolg. Wladimir Putin und das russische Militär sollten insbesondere dafür gelobt werden, Ziele festgelegt zu haben, die völlig ihren realen Möglichkeiten entsprechen. Die Russen kamen mit einer kleinen Truppe hinein und haben begrenzte Ziele erreicht. Stabilisierung der legitimen Autorität der syrischen Regierung, die Bedingungen für einen politischen Kompromiss wurden geschaffen. Nahe Osten, Europa. Die bisherige Flüchtlingskrise dürfte nur ein Vorgeschmack darauf sein, was in einigen Jahren noch folgen wird. Eine gefährliche Mischung aus ethnischen Konflikten, Bevölkerungsexplosionen und Dürren wird für einen Massenexodus von zig Millionen Menschen aus dem Nahen Osten sorgen. Türkei. Die Türkei gehört zu den größten Goldnationen weltweit. Geht's um die Nachfrage nach Gold? Erfahrungen mit hohen Inflationsraten in der Vergangenheit und das Misstrauen gegenüber Banken und Staat lässt viele Menschen zu Gold greifen. Der Umfang der heimischen Goldbestände in der Türkei wird laut aktuellen Medienbericht auf 5.000 Tonnen geschätzt, aktueller Gegenwert von 178 Milliarden Euro. Seit Jahresbeginn ist der Wert um 22 Milliarden Euro gestiegen. Beijing. Innerhalb Beijings sechster Ringstraße steigen die Immobilienpreise beständig an. Selbst der Besitz eines kleinen Appartements kann dort als wahrer Luxus bezeichnet werden. Der Immobilienpreis in Beijing belegt den weltweit 10. Platz. Eine 58 Quadratmeter große Wohnung ist dort 1 Million US-Dollar wert. China. Chancengleichheit bei der Bildung und Chinas Zwei-Kind-Politik zählen zu den am stärksten beachteten Themen bei den diesjährigen Zweitagungen. Das gilt zumindest für junge Internet-User, wie eine aktuelle Umfrage von Baidu Tieba, einer Community-basierten Diskussionsplattform von Baidu, ergab. Moskau, Washington, Syrien, Ukraine.
Der Ex-Geheimdienstagent überrascht und düpiert wieder mal Washington und zieht sich militärisch weitgehend aus dem Syrien-Konflikt zurück. Der russische Präsident Putin hatte im September letzten Jahres den Westen und die von den USA geführte Anti-IS-Koalition völlig überrascht, als er eine zeitlich begrenzte militärische Intervention zugunsten des Assad-Regimes ankündigte und schnell umsetzte. Vorausgegangen war eine Absage von Washington an Moskau, eine mit Russland koordinierte internationale Anti-IS-Koalition zu starten. Die VS-Regierung wollte auch in Rücksicht auf Alliierte Assad nicht in eine Lösung einbinden und für die transatlantische Einheit unter Führung der USA wichtigen Konflikt mit Russland nicht entschärfen. Auch im Ukraine-Konflikt hat Putin als Spieler mit der Übernahme der Krim alle überrascht. Russland, USA. Parnas ist eine russische Partei mit dem Ziel, an den Duma-Wahlen und den Präsidentenwahlen teilzunehmen. Eines der Parteigesichter ist Alexei Nawalny, der sich nach Kurzaufenthalt in den USA 2010 zum Kämpfer gegen Korruption und Amtsmissbrauch in Russland qualifizierte, nachdem seine Biografie bis dahin nur Misserfolge als Unternehmer oder Anwalt aufzeigt. Jetzt ist Parnas aktiv bemüht, mit der Partei Jabloka in Vorbereitung der Duma-Wahlen im September 2016 ein Bündnis einzugehen, in der Hoffnung, die 7%-Hürde für den Duma-Einzug überwinden zu können. Nun hat man bei der führenden Parteipersönlichkeit Pelevina Dokumente gefunden, welche beweisen, dass ausländische Fonds für die Organisation der Massenunruhen in Moskau 2012 Finanzmittel überwiesen haben. Die durch russische Untersuchungsbehörden beschlagnahmten Dokumente weisen darauf hin, dass das sogenannte Oppositionskomitee, Komitee 6. Mai, durch den amerikanischen Nationalen Fonds für die Unterstützung der Demokratie finanziert wurde. Diese Spiele kennen wir ja aus den anderen Ländern. Überall haben sie ihre dreckigen Finger im Spiel, muss ich jetzt mal so deutlich sagen. Moskau, Russland, EU. Angesichts der schweren Flüchtlingskrise in der EU hat Präsident Putin vom Innenministerium gefordert, eine ähnliche Entwicklung in Russland zu verhindern. Die Situation um die illegale Migration erfordert ernsthafte Aufmerksamkeit. Das ist eine komplexe Aufgabe, der sich alle russischen Behörden in ihrer jeweiligen Zuständigkeit annehmen müssen, sagte Putin gestern in einer Kollegiumssitzung des Innenministeriums in Moskau. Kiew, Ukraine. Bis 2020 müssen die Ukrainer Englisch sprechen können, beschloss das Ministerkabinett von Irina Senjuk. Schließlich sind es bis zum EU-Beitritt nur noch 24 Jahre und 340 Tage, also muss man die sprachliche Messlatte für die zukünftigen Europäer schnellstens und hoch anlegen. Tja, die Regierung, viele Minister können kein Ukrainisch und das hat auch einen Grund, weil da alles Amerikaner reingesetzt worden sind, ohne gewählt zu werden, billigte den Plan und die Maßnahmen zur Intensivierung zum Erlernen der englischen Sprache für den Zeitraum bis 2020. Da kommt ein tatsächlicher Husten. Jastsenyuk: Es gibt keine Einwände. Diejenigen, die Englisch noch nicht können, beginnen es sehr aktiv zu lernen. Niederlande, Ukraine, OSZE, Russland. Ria Novosti ist in den Besitz einer Briefkopie gelangt, der Bezug nimmt auf die am 22.01. im niederländischen Parlament durchgeführte geschlossene Anhörung zum Untersuchungsbericht über den MH17-Absturz in Donbass, in der die Ukraine als einzig möglicher Schuldiger genannt worden sein soll. Der russische Antiterror-Sonderbeauftragte der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, Kowaljow, bittet den Chef der niederländischen Parlamentsdelegation Servais im Brief um Aufklärung, ob im niederländischen Parlament tatsächlich gesagt worden sei, nur die ukrainische Seite hat MH17 im Donbass abschießen können. Europa. Neueste Zahlen belegen, dass die Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland bei fast 50% liegt, Spitzenreiter in ganz Europa. Und der komplette Süden Europas hat alarmierende Zahlen.
Viele Jugendliche kommen nach Deutschland, um hier Arbeit zu finden. Denn die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei uns zulande bei relativ geringen 7,1%. Fester Norrland, Schweden. In Flüchtlingsunterkünften spielen sich Dramen ab. Neuester Vorfall: In Fester Norrland soll ein 19-Jähriger aus dem Land einen 6 Jahre alten Buben brutal vergewaltigt haben. Das soll letzten Freitag erfolgt sein. Zur Misshandlung soll der Asylbewerber geschritten sein, weil er schon lange keinen Sex mehr hatte. Also haben die wahrscheinlich auch nicht mehr Gehirn. Wahrscheinlich in die Hose gerutscht, würde ich mal sagen. Das komplette Gehirn. Idomeni, Mazedonien. Die Lage der Flüchtlinge in der griechischen Grenzregion um das Idomeni-Lager schien nahezu hoffnungslos. Dann tauchte plötzlich eine Fluchtkarte auf. Flugblätter nach Art einer Kommandooperation, die Hoffnungen auf die Aufnahme in Deutschland schürten und gleichzeitig das Schicksal derer, die in Idomeni bleiben, mit Falschinformationen verdüsterten. Die Flugblätter zeigten einen möglichen Fluchtweg über die mazedonische Grenze auf. Hunderte, gar Tausende machten sich auf den Weg. Rottweil, übrigens, habe ich gesehen am Wochenende, die älteste Stadt von Baden-Württemberg. Pro Asyl ruft um Hilfe, die Stadt hilft. Der Gemeinderat will heute befristet auf 3 Jahre 2 weitere Asylhelfer für 360.000 Euro insgesamt anstellen. Der Bote schwiemelt das auf 150.000 runter. Wie das geht, ist einfach. Die Stadt soll nur 150.000 Euro zahlen, den Rest zahlt das Land. Aber wer ist das Land? Auch der Steuerzahler Kretschmann hat nichts. Darum will er schon lang Asylgeld aus Berlin. Aber Berlin hat auch nichts. Das zahlt auch der Steuerzahler. Darum macht man Schulden auf künftige Generationen oder betreibt insgeheim den Plan, dass das Geld verreckt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Deutschland BRID. Die CDU verliert durch die Bank in allen 3 Bundesländern. SPD und Grüne halten sich nur in ihren Hochburgen gut und die Linke hält sich mit Verlusten nur im Osten, während die AfD überall einzieht. Doch ändern wird sich nichts. Das zeigen schon Erfahrungen aus der Vergangenheit. Stimmt genau. Und wenn Wahlen was bringen würden, wären sie schon längst verboten. Das wissen wir auch. Berlin BRID. Der grüne Politiker Tritt ihn hat seine Partei darauf eingestimmt, künftig in 3er-Bündnisse mit der Union einzusteigen. Womöglich wird die Situation in Sachsen-Anhalt stilbildend für die ganze Republik. In Magdeburg werden CDU, SPD und Grüne zusammenarbeiten müssen. Ich hoffe, nicht mehr lange. Dieses Politikum, es muss einfach von der Bühne verschwinden. Berlin, arabischer Raum. Die Bundesregierung genehmigte weitere Waffenexporte in den arabischen Raum, berichtete dpa bezüglich eines Schreibens von Bundeswirtschaftsminister Gabriel, das er dem Bundestagswirtschaftsausschuss vorlegte. Demnach haben deutsche Rüstungsfirmen neue Millionengeschäfte mit Saudi-Arabien, dem Oman und den Vereinigten Arabischen Emiraten geschlossen. Toll, und die werden alle dort bewaffnet und marschieren alle hier dann bei uns schön in Europa insgesamt ein, besonders hier in Deutschland, wo wir nicht eine Waffe besitzen dürfen. Nicht mal zur Abwehr. Die gute Nachricht: E entschlüpft das böse Wort, küss es mir vom Munde. Nimm mir im Kusse den Unmut fort, dass ich dein Herz nicht verwunde. Ein klein wenig Liebe, ein wenig Verstand, ein wenig Vorbedenken und guten Willen angewandt. Wie anders lässt alles sich lenken. Von Leo Sternberg. Und die zweite gute Nachricht ist heute mal die Engelbotschaft. Kann man halten davon, was man will. Ich lese ganz einfach vor. Für den 16. März 2016. Heute segnen dich die Engel der Fülle. Die Engel erinnern dich daran, dass alles, was du sagst und denkst, in irgendeiner Form in dein Leben findet. Alles, was du dir vorstellst, wird zu dir finden. Die Engel sind ständig bemüht, uns mit positiven Gedanken zu inspirieren. Doch nicht immer findet es Resonanz. Manchmal sind wir energetisch so verstrickt in unseren negativen Stimmungen, dass sie uns mit ihrer Energie kaum erreichen. Wenn man sich nur auf Mangel konzentriert und auf das, was nicht da ist,
so sendet man seine eigene seine ganze Energie in diese Situation. Und so nimmt alles, was wir mit Energie aufladen, zu. Wer nur an Mangel denkt und aus diesem Mangel heraus mehr Fülle haben möchte, wird es schwierig haben, seinen Wunsch erfüllt zu bekommen. Besinne dich heute auf das Gute, lächle, sei glücklich, damit sich das Glück von dir angezogen fühlt. Halte dich fern von negativen Aussagen wie ich schaffe nie etwas, ich habe keine Energie, immer treffe ich die falschen Menschen etc. Konzentriere dich ausschließlich auf das Gute, was bereits da ist und bekräftige es. Danke für alles, was du in deinem Leben Gutes hast und dann, nur dann, spreche einen Wunsch aus. Konzentriere dich auf Fülle, die bereits jetzt da ist und du wirst mehr erhalten. Konzentriere dich auf Liebe und du wirst mehr Liebe bekommen. Konzentriere dich auf alles Gute und du wirst es vermehren. So, und das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zusehen und fürs Zuhören. Wünsche allen einen wunderschönen Mittwochabend und verbleibe wie immer eure Conny vom Honigmann. Viele liebe Grüße an alle. Und tschüss.